Grüß Gott, ich will mein aufgebrauchtes Video machen. Ich musste das Video nochmal drehen, weil irgendwie bin ich komplett raus. Fragt mich nicht warum, aber ich bin komplett raus. Ja, ich habe da jetzt schon ein paar Sachen in der Hand und ich fange auch gleich mal an. Aber ich fange zuerst mit den langweiligen Sachen an. Ich habe wieder meine Einwegwaschlappen aufgebraucht. Dann wieder die Wattepads von Müller. Dann wieder die Wattepads von Müller. Dann wieder Maxi-Pads von Müller. Ja, und jetzt kommen wir zu den Haufen da. Ich habe ganz viele Badezusätze und so aufgebraucht, obwohl ja im Juni war es ziemlich heiß schon, aber ich habe trotzdem viele Badezusätze leer gemacht. Einmal den hier, das war von Dresden Essence ein Badezusatz. Das hat geheißen Glücksgefühle. Fand ich gut. Den fand ich wirklich gut. Der ist aber, glaube ich, eh Limited Edition. Was ich noch gut fand, war die Abendruhe. Den mochte ich auch sehr gerne. Obwohl, es gibt ja auch, glaube ich, einen von Dresden Essence, den mag ich nicht so gerne. Aber ich glaube, den seht ihr erst im nächsten Video. Aber den finde ich echt gut. Dann habe ich meinen heißgeliebten Sorbeer-Badezusatz leer gemacht. Den kennt ihr ja eh auswendig. Vanille und Lavendel. Obwohl Lavendelduft mich ziemlich nervt zurzeit, aber es geht. Okay, fangen wir mit dem an, der da draußen liegt, der Kass, weil ich habe da jetzt alles wieder reingeworfen, unabsichtlich. Ich habe meine Kosmetiktücherbox leer gemacht, die ist von Tempo gewesen. Die zeige ich euch auch nur ganz kurz, weil ich das selber nicht mag, wenn Leute das so lange herzeigen. Die würde ich mir aber wirklich, ich kann nicht reden, ich habe schon so lange keine Videos gedreht, ich würde die mir aber wieder nachkaufen. So, dann habe ich No Straps von Montana Jeunesse leer gemacht, die fand ich okay. Aber ich habe noch ein paar Backups, deswegen werde ich die jetzt nochmal probieren, ob ich die wirklich okay nur finde oder sogar besser. Dann habe ich leer gemacht ein Spülmittel von, wie heißt das? Blink, die Eigenmarke von Müller. Das fand ich wirklich gut. Ich glaube, ich habe sogar davon noch ein Backup. Und ich werde mir das noch ein bisschen aufheben, weil das ist mein letztes Backup, das ich da habe, leider. Dann habe ich noch ein Cadea Vera Produkt. Habe ich überhaupt eins herzeigt vorher? Nein, ich glaube nicht. Das war wegen vorher, wegen dem Video. Ich habe ein Cadea Vera Produkt aufgebraucht. Das sind diese antibakteriellen Reinigungspads, die ich jedes Monat fast schon... Nein, jedes Monat ist gelogen. Ich benutze die sehr oft, sagen wir so. Die mag ich wirklich gerne und ich habe im Monat Juni, das werdet ihr gleich sehen, sehr zu kämpfen gehabt mit Pickel. Deswegen habe ich da viele Anti-Pickel-Sachen, glaube ich, drinnen. Aber die fand ich... Und die... Also die finde ich noch immer gut. Ich kann heute echt nicht reden. Die finde ich echt gut und werde ich mir auf jeden Fall immer wieder nachkaufen. Die benutze ich hin und wieder morgens, wenn ich merke, dass wieder die ganzen Pickel kommen. Dann habe ich hier ein Fuß- und Schuh-Deo leer gemacht. Das ist auch von der Müller-Eigenmarke. Barfuß heißt die. Den fand ich echt gut. Der hat nämlich wirklich gut gerochen. Der ging aber bei mir relativ schnell dann leer. Weil im Sommer benutze ich das ja öfter, wie ihr wisst. Ich habe jetzt ein anderes von DM mir gekauft. Ich glaube, das habt ihr auch in einem letzten Video, glaube ich, gesehen. Aber den gibt es auch so nicht mehr. Den haben die aufgelassen. Es gibt jetzt zwei andere Varianten davon. Und ich brauche unbedingt einen für meinen Spind, weil ich habe nur so ein Schuhspray von meiner Arbeitskollegin bekommen. Aber sie hat mir gesagt, sie bringt mir ein Schuhdeo auch mit, glaube ich. Fußdeo, irgend sowas. Aber das fand ich nicht schlecht. Schade, dass sie das wieder mal aufgelassen haben. Dann habe ich hier von Balea diese Antifalten Q10 Augenpads leer gemacht. Einmal. Die finde ich gut. Ich mache da noch ganz dick diese Augenmaske dran, die ich ja eigentlich unbedingt aufbrauchen will, aber okay. Ja, und dann lasse ich die drauf. Und die finde ich wirklich, wirklich gut. In der Kombination mit der Augenmaske geht's. Dann habe ich, die kennt ihr ja sowieso auswendig, meine Reinigungstücher leer gemacht. Die für meinen Schminktisch und die für mein Gesicht im Badezimmer. Die kriegen leider eine neue Verpackung. Leider. Aber ich bin gespannt, wie die dann sind. Ich hoffe, die haben die gleich lassen und haben wieder nur die Verpackung verändert. Die kennt ihr ja sowieso, die liebe ich ja eh. Kaufe ich eh hin und wieder immer nach. Dann habe ich noch einen Badezusatz von Isana leer gemacht. Ich habe gedacht, ich habe keinen mehr. Aber das war mein letztes Backup jetzt. Wirklich mein letztes Backup. Und ich traue dem total hinterher. Weil das ist mein absoluter Liebling. Die soll es ja jetzt aber wieder geben, habe ich gehört. Mir hat auf Instagram, glaube ich, jemand Fotos oder so geschickt oder mich markiert, dass die wieder gibt. Bin so froh darüber, dass die wieder gibt. Dann habe ich eine Haarmaske leer gemacht. Das war wieder von Moutarde de Jeunesse eine Maske. Die fand ich aber nicht so gut. Da mochte ich die Kokos irgendwie ein bisschen lieber. Ich habe das Gefühl auch gehabt, die hat noch mehr meine Haare austrocknet. Und ja, die würde ich mir nicht nachkaufen, aber die Kokos schon. Dann habe ich hier Masken leer gemacht.
finde die anderen jetzt nicht, die müssen da irgendwo noch drin rumfliegen. Mal wieder von Mutante Jeunesse eine Maske, die fand ich aber wirklich schrecklich. Das war diese Black Seaward Peel Off, die war wirklich schrecklich. Ich konnte die natürlich wieder nicht abziehen, ich musste die wieder abwaschen. Die würde ich mir auf gar keinen Fall nachkaufen. Welche ich mir aber nachkaufen würde, wären die von Balea, weil die finde ich echt gut. Das ist diese Kirsche-Weißer-Tee, die liebe ich. Nach der bin ich süchtig. Nach der bin ich wirklich süchtig. Ich glaube, ich habe mir sogar vor ein, zwei Monaten oder so Backups davon gekauft. Ich glaube, ich habe es daneben geworfen wegen dem Ventilator. Dann habe ich Augenbrauenrasierer aufgebraucht. Noch nicht ganz. Ich habe noch einen da, aber den habe ich jetzt nur, weil der rasiert auch nicht mehr. Aber ich habe den halt noch, weil ich mir die noch nachkaufen muss. Die liebe ich. Die kaufe ich mir jedes Mal nach. Oh, von Jana and Deo. Das ist das Far Dark Fashion Deo. Das kauft er sich immer wieder nach. Ich finde das richtig urgut. Urgut. Ich bin nicht so der Fahrfreund, aber er mag die Fahrsachen, glaube ich, sehr gern. Weil er kauft das immer wieder nach. Er hat immer das. Ich glaube, das hat er jetzt sogar aktuell wieder in meinem Badezimmer gestellt. Oh, ohne Aluminiumsalze. Nicht schlecht. Das kauft er aber immer wieder nach. Ja, dann habe ich hier zwei Anti-Pickel-Ampullen aufgebraucht. Ihr wisst ja, wie sehr ich die liebe. Die kaufe ich mir immer wieder nach und benutze ich jeden Monat, weil die einfach Bombe sind. Ja, ich habe ja vorher, wie ich gedreht habe, gesehen, dass ich nochmal zwei davon aufgebraucht habe. Habe ja gesagt, ich habe wirklich zu kämpfen gehabt mit Pickel in dem Monat. Dann ganz unaufregend Wattestäbchen leer gemacht. Dann habe ich noch die Melone-Maske leer bekommen. Die finde ich auch super. Die finde ich wirklich, wirklich super. Habe ich mir, glaube ich, auch ein paar Backups schon gekauft. Weil jetzt steht ja nicht mehr Limited Edition drauf, aber durch Balea, weil meine Cousine hat die angeschrieben. Die haben gesagt, dass die Melone und die Kirsche limitiert ist. Leider. Das sind meine beiden Lieblinge. Aber wem wundert's? Die lassen in letzter Zeit immer alles auf, was ich mag. Ja, dann die Nose Straps von Biore habe ich einmal aufgebraucht. Die fand ich gut. Die fand ich wirklich gut. Die würde ich mir auch auf jeden Fall wieder nachkaufen. Aber ich habe jetzt Gott sei Dank noch ein paar. Deswegen muss ich mir dabei keine Sorgen drüber machen. Dann habe ich hier noch eine Maske. Das ist die Teebaumölmaske gewesen von Alkeme, glaube ich, spricht man das aus. Die fand ich okay, aber ich mag den Duft irgendwie nicht. Den Duft mag ich überhaupt nicht. Ich glaube, ich habe aber noch ein Backup von der. Dann habe ich leer gemacht eine Fußmaske und die fand ich echt geil, weil die hat so leicht gekühlt. Die war wirklich, wirklich gut. Ich glaube nicht, ich habe sie falsch angewendet, weil ich glaube, die musste man oben lassen. Aber ich habe sie abgewaschen. Aber dann waren die Füße so kühl und das hat so einen richtigen kühlenden und erfrischenden Effekt gemacht. Also die würde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Wirklich auf jeden Fall nachkaufen, weil die war super. Dann habe ich leer gemacht mein heißgeliebtes Duschpeeling Buttermilch Zitrone. Es ist leider leer. Ich mag das so, so gerne. Das Melone mag ich auch. Aber das ist trotzdem noch mein Liebling. Leider habe ich kein Backup mehr. Aber ich werde es überleben. Ich habe ja Gott sei Dank noch das Melone als Ersatz. Dann habe ich aufgebraucht mein Fußpeeling von Yves Rocher. Ich mag das nicht mehr so. Ich mag es wirklich nicht mehr so. Ich war ja süchtig danach. Ich habe das jahrelang immer nachkauft und aufgebraucht. Aber irgendwie mag ich es nicht mehr so gern. Ich habe es mir bis jetzt auch nicht mehr nachkauft. Ich habe noch ein, zwei Backups, glaube ich. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Und dann habe ich mal ein anderes mir gekauft von Lidl, glaube ich, ist das. Das war so eine Sommeredition. Ja, mal schauen. Ich werde dann nach einem Ersatz auf jeden Fall suchen. Aber die Jungs in der Instagram-Gruppe haben mir eh eins empfohlen. Das werde ich mir dann als nächster kaufen, wenn ich meine ganzen Backups leer habe. Dann habe ich zwei Isana-Duschgele leer gemacht. Und da traue ich echt hinterher, außerdem da. Das mochte ich nicht so. Aber dem traue ich wirklich hinterher. Angeblich gibt es das nämlich nicht mehr. Und ich mochte das so gerne. Das mochte ich wirklich, wirklich gerne. Eines habe ich noch als Backup, Gott sei Dank. Ja, ich mag das echt gern. Aber leider gibt es das nicht mehr. Das fand ich nicht gut, weil das hat viel, viel, viel zu blumig gerochen für mich. Na, das fand ich überhaupt nicht gut. Ich habe es ein, zwei Mal als Duschgel versucht zu benutzen, aber ich habe es dann eher mehr als Badezusatz aufgebraucht. Ja, also das würde ich mir nicht nochmal nachkaufen. Das war jetzt nicht so mein Favorit. Dann, da steche ich mal was mein Auge aus damit. Dann habe ich die Aveo-Seife Bali Lotus, glaube ich heißt die. Ja, die Flüssigseife aufgebraucht. So in der Verpackung rieche ich sowas von gut, aber in letzter Zeit rieche ich diese Aveo-Seifen nicht mehr. Was mich wirklich traurig macht. Ich habe jetzt noch drei andere Limited Editions mir gekauft. Habt ihr im letzten Haul-Video gesehen. Aber ich glaube, die gibt es sogar noch.
Aber ich würde die mir ehrlich gesagt nicht kaufen. Weil ich bin irgendwie enttäuscht davon, dass man die nicht riecht nach einer Zeit. Jetzt wieder auch die Balea. Hoppala, das war jetzt mein Spiel. Auch die Balea, finde ich, riecht man nicht mehr so. Dann habe ich, das kennst du ja sowieso auswendig, mein Batiste Trockenshampoo in Sweet Tea aufgebraucht. Das gibt's auch nur beim Müller. Ich habe es beim DM nicht gesehen. Weil ich war ja gestern beim DM und ich wollte mir das mitnehmen und da gab es es aber nicht. Und es gab nur andere Sorten und die haben mich nicht interessiert. Ich mag nur das. Das mag ich am liebsten. Und ich habe auch geschaut im Douglas. Da gibt es das Orientalische nicht mehr. Finde ich voll beschissen, aber okay. Ja, dann habe ich aufgebraucht meinen Augen-Make-up-Entferner vom Hofer. Ich habe gesehen, die haben die Verpackung anders gemacht. Die haben die Verpackung jetzt dunkelblau gemacht. Ich habe mir eine schon gekauft davon. Ich hoffe, das ist gleich geblieben, sonst heule ich. Weil der ist mein absoluter Lieblings-Augen-Make-up-Entferner und ich kaufe mir nur noch den. Wisst ihr ja eh schon. Oh, dann habe ich von Ahava das Peeling aufgebraucht. Das mag ich sehr. Das mag ich wirklich. Das war wirklich ein gutes Peeling. Ich hatte das jetzt schon zweimal, also zum zweiten Mal aufgebraucht. Und ich würde mir das auch vielleicht nochmal nachkaufen. Aber ich will noch vorher andere Peelings ausprobieren, bevor ich mir das nochmal nachkaufe. Aber es steht auf der Nachkaufliste. Dann habe ich ein Babyshampoo leer gemacht. Kakao und Karamell von Sauber. Das war so geil. Das hat wirklich geil gerochen. Das gibt es leider nicht mehr, weil es eine Winter Limited Edition war. Es gibt auch jetzt aktuell eine andere und ich trottel, war beim DM gestern, habe sie gesehen und habe sie mir nicht mitgenommen, ich Idiot. Aber die fand ich wirklich gut. Die andere, die jetzt raus ist, mag ich auch sehr gern. Das sind die Shampoos, die ich für meine Pinsel verwende. Ich liebe die. Ich liebe die wirklich. Die sind echt gut. Das ist dieses übertrieben Süße halt, was ich so mag, aber okay. Dann habe ich endlich eine Bodylotion aufgebraucht. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie stolz ich auf mich bin. Ich habe endlich eine Bodylotion leer gemacht. Das hat so lange gebraucht, die aufzubrauchen. Ich fand die aber echt gut. Also vom Duft her fand ich die überhaupt gut. Weil ich hatte mal so eine ähnliche. Die hat genauso gerochen. Die war jetzt von Kult, wo ich auch im letzten Mal aufgebraucht das Duschgel leer gemacht habe. Ja. Ich würde sie mir aber jetzt nicht nachkaufen, weil wie ihr wisst, ich habe so viel und ich bin eh so eingremfaul. Aber ich fand sie gut. Aber ich habe eh so viel Scheiß. Ja, den traue ich super, super, super hinterher. Das ist meine heißgeliebte In-Dusch-Body-Milch, Honig und Milch. Die gibt es nicht mehr. Ich habe sie beim DM gesucht. Beim Müller habe ich mir ja das letzte Backup dann gekauft. Ich finde sie nicht mehr. Und ich könnte heulen, weil ich liebe dieses Produkt. Ihr wisst ja, wie oft ich das aufgebraucht und nachgekauft habe. Und ich verstehe nicht, wieso die das rausgenommen haben. Warum gerade die Sorte? Ich muss noch in einen Pieper schauen. Das ist bis jetzt meine letzte Hoffnung, dass ich das noch finde. Ich habe nur Angst, wenn ich reingehe und das gibt es nicht mehr, dann ist es vorbei. Ich könnte noch im Internet gucken, ob der Jan mir die vielleicht bestellen könnte. Klingt vielleicht übertrieben, aber ich will die haben wieder. Ich finde die so gut. Ja, dann habe ich aufgebraucht ein Yves Rocher, Wortkotze, Body Peeling. Das habe ich von der lieben Claudine geschenkt bekommen. Von meiner Freundin aus Stuttgart. Das war so geil. Ich habe das so geliebt. Das riecht so wie Eistee. Das war einfach der Hammer. Seit ich das aufgebraucht habe und ich habe jetzt aktuell wieder das Ahava in Verwendung, mag ich das Ahava nicht mehr. Ich werde mir auf jeden Fall, wenn mein Ahava leer ist, das entweder die Sorte oder eine andere nachkaufen. Auf jeden Fall, weil ich liebe das. Das ist mein neuer Liebling von Peeling. Also das wird auf jeden Fall nachgekauft. Auf jeden Fall. So. Dann haben wir noch ein paar Sachen, dann haben wir es wieder geschafft. Ich habe aufgebraucht noch von Tracklemoon das Mini-Duschgel in Wild Cherry Magic. Das ist jetzt nochmal neu rausgekommen, nur schaut die Verpackung ein bisschen anders aus. Ja, finde ich jetzt nicht so interessant. Mir hat die Sorte auch überhaupt nicht gefallen, also ich würde mir das nicht nachkaufen, sage ich euch ganz ehrlich. Das ist nicht so meins. Dann habe ich leer gemacht eine Zahncreme von Meridol. Die benutze ich hin und wieder. Ich glaube, ich habe jetzt noch... Habe ich noch ein Backup? Ich weiß gar nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, da müsste ich mir mal wieder eins kaufen. Aber ich mag die irgendwie nicht mehr so gern. Seit ich die Terra Naturi hatte, mag ich die Terra Naturi viel, viel lieber als die oder alle anderen. Also die würde ich mir, glaube ich, nicht mehr nachkaufen. Mein Zahnfleischbluten ist trotzdem wieder zurückgekommen. Überhaupt in letzter Zeit. Da habe ich ein paar Proben leer gemacht, die ich euch noch zeigen will. Ich habe ein paar Proben leer gemacht und zwar habe ich das richtig ausgenutzt, dass ich Urlaub habe und habe ein paar Proben leer gemacht, wie ihr sehen könnt. Einmal habe ich von Guerlain ein Serum aufgebraucht, das fand ich aber nicht so toll, das war mit Honig oder so. Das fand ich nicht so berauschend, aber ja.
Dann habe ich Lea gemacht eine Probe von Yves Rocher. Das ist dieses Serum Vegetal, die neue Serie, glaube ich, ist das jetzt. Ich glaube, die schaut ja anders aus. Früher war sie so, glaube ich, und jetzt sieht sie so aus. Kann das sein? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin nicht mehr so am neuesten Stand. Aber ich habe es für Décolleté verwendet. Dann habe ich von der Hava zwei Produkte aufgebraucht. Und zwar einmal das Velvet Cream Duschgel und die Body Lotion dazu. Die waren echt gut. Wartet. Ach Gott. Ich kann euch das so schlecht zeigen. Die fand ich wirklich, wirklich gut, die beiden. Ich würde mir das jetzt nicht nachkaufen, weil das ist sauteuer, aber ich fand es echt gut. Also wenn man mal das Geschenk bekommt, würde ich auch nicht nein sagen. Dann habe ich noch eine Serum Vegetal aufgebraucht für mein Décolleté. Und nochmal, das ist ja echt abartig. Dann habe ich ein Knisterbad leer gemacht von Sorbear. Ich habe mir die nämlich gekauft, weil ich unbedingt die probieren wollte. Klingt dämlich, ist aber so. Dann noch eine Maske, Cucumber and a Pearl von Mutante Chinese war die mal damals. Die gibt es leider nicht mehr, aber die fand ich wirklich gut. Die Haut fühlt sich da babyweich an danach und leider gibt es sie nicht mehr. Hoppla. Dann habe ich noch eine Probe leer gemacht von Juvena. Das ist ein Aftersun gewesen, das war auch so leicht bräunend. Und ich habe das Gefühl, durch das, dass ich das verwendet habe, bin ich ein bisschen brauner geworden, aber ich kann es mir auch einbilden. Ich habe jetzt noch eine Tube davon als Probe und ja, ich hoffe, ich kriege das heuer noch leer. Dann habe ich die Blemish Mood Mask. Ich weiß gar nicht, ob ich die gut fand. Ich habe keine Ahnung. An die kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Tut mir leid, aber ich kann mich nicht daran erinnern. Dann habe ich eine Handcreme leer gemacht von Alessandro, die habe ich von der Arbeit mal mitnehmen dürfen. Die war mit Gurke und Melone Duft, so. Die fand ich echt gut, die hatte ich am Bett stehen. Die war wirklich gut, die hat echt gut gerochen. Die mochte ich sehr gern. Bin traurig, dass die leer ist. Weil die gibt es leider nicht mehr. Und den Duft habe ich echt geliebt. Aber ich habe eh zigtausend andere Handcremes und ich sollte versuchen, meine anderen leer zu machen. Aber ich bin froh, dass ich überhaupt eine leer gemacht habe. Das heißt schon was. Dann habe ich mein Shampoo leer gemacht und ich finde es in Österreich einfach nicht. Ich habe schon, also in Wien, sagen wir in Wien, ich habe schon überall geschaut. Im Bieber, in größeren Müller-Filialen, in DMs. Ich finde es einfach nicht. Ich hätte das so, so gerne. Vielleicht kann der Jan mir das bestellen. Ich finde es nämlich nicht und ich hätte das wirklich gerne wieder, weil ich mag es. Ich mag das wirklich. Das lässt mich immer so ein bisschen an Deutschland erinnern, weil ich das nur dort bekomme. Und ich Trottel habe mir letztes Mal nicht zwei Backups gekauft. Keine Ahnung wieso. Ich bin stolz auf mich. Ich habe endlich ein Bodyspray aufgebraucht von Victoria's Secret. Ich muss aber sagen, das war die Duftrichtung Pure Seduction. Das war überhaupt nicht mein Liebling. Das hat schon so ewig gedauert, bis das endlich leer geworden ist. Und ich hatte die Schnauze schon voll. Ich hatte die Schnauze wirklich schon voll von dem Duft. Ich musste das Ding dann umfüllen, weil mir leider dieses Pumpding kaputt gegangen ist irgendwie. Jetzt komischerweise, er sprüht auch nicht mehr, was ich weiß. Nein, hört ihr das? Irgendwie ist mir das kaputt gegangen und ich weiß nicht wieso. Ich hoffe, dass das ein Montagsprodukt war und dass mir das nicht bei den anderen auch passiert. Aber das fand ich überhaupt nicht gut. Die Duftrichtung mag ich überhaupt nicht. Das war ja noch die alte Verpackung. Jetzt gibt es ja neue Verpackungen von Victoria's Secret. Und ich würde mir den auf gar keinen Fall nachkaufen. Weil es war wirklich nicht meine Duftrichtung. Dann habe ich leer gemacht meinen Augenroller von Clinique. Den hatte ich schon so, so lange. Den hatte ich wirklich lange. Aber ich mochte den. Und der geht mir auch irgendwie ab, weil leider hat Clinique den aus dem Sortiment genommen. Den gibt es nämlich nicht mehr. Aber den finde ich wirklich gut. Und ich habe jetzt einen anderen Ersatz von Clinique, aber den, ich weiß nicht, mit dem bin ich nicht so zufrieden, wie ich sein könnte. Dann habe ich leer gemacht, das hatte ich in meiner Handtasche, ein Handdesinfektionsgel von Essence, das war das Melone, den traue ich auch so hinterher. Ihr wisst ja, wie sehr ich Melone-Düfte mag. Und das finde ich echt doof, dass das nicht mehr gibt. Das finde ich wirklich doof. Ich finde, Essence sollte mal eine Limited Edition rausbringen mit lauter Handdesinfektionsgele, das wäre wirklich cool. Da würde ich alle aufkaufen, obwohl ich eh so viele Backups jetzt habe. Dann kommen wir ein bisschen zu, naja, bleiben wir noch bei Pflege, weil da habe ich noch ein Produkt und da bin ich echt traurig drüber, aber bin auch ein bisschen stolz drauf, dass ich das endlich mal leer gemacht habe. Ihr kennt das aus zigtausend Favoritenvideos, beziehungsweise Funlovers-Videos. Das ist mein Clarins Gesichtsöl gewesen. Das Lotus war das. Ich habe das geliebt, ihr wisst das sicher. Aber es war schon so verfärbt. Es war ja vorher gelb, wer die alten Videos noch kennt, wird das noch wissen. Und das hat sich total verfärbt, leider. Ich habe auch jetzt aktuell eine Probe in Verwendung und da hat man auch gesehen, dass das sich wirklich verfärbt hat. Ich finde es gut, ich habe jetzt leider ein anderes, aber ich würde mir das auf jeden Fall irgendwann einmal nachkaufen. Wenn ich meine anderen Sachen dann irgendwann mal leer habe, weil ich sollte echt mal aufbrauchen.
Als allerletztes habe ich noch 3 Make-up-Produkte, auf die ich ganz, ganz stolz bin, dass ich die leer gemacht habe. Als erstes zeige ich euch mal die Mascara, weil die fand ich nicht so gut. Das ist von Lancôme, die Hypnose-Mascara. Ich finde sie gut, was den Schwung und so betrifft, aber ich kriege die Lancôme-Mascaras leider nicht mehr von meinem Auge runter. Ich habe jetzt wieder aktuell eine in Verwendung und ich kriege die nicht mehr runter. Das habe ich auch in irgendeinem anderen Video schon gesagt. Aber ich würde die mir auch nicht mehr nachkaufen, weil ich finde die, also die habe ich geschenkt bekommen, aber Lancôme würde ich mir selber nicht nachkaufen, von Mascaras her. Lancôme hat andere Sachen, die viel besser sind, zum Beispiel die Eyeliner oder die Eyeliner sind wirklich gut. Die Eyeliner sind der Hammer. Ja. Aber, ja. Und dann habe ich noch einen Lip Liner aufgebraucht von Trend It Up. Da bin ich echt stolz auf mich, dass ich den leer gemacht habe. Jetzt gibt es ja auch Gott sei Dank Trend It Up Produkte bei uns in Österreich, beziehungsweise in Wien. Ich sage immer Österreich. Aber ich bin so stolz drauf, dass die endlich zu uns kommen sind. Das war jetzt der Lip Liner in der Farbe 040. Ich habe keine Ahnung, ob es den noch gibt. Ich weiß auch gar nicht, ob ich mir die Farbe nochmal nachkaufen würde. Aber ich würde mir gerne andere Lip Liner anschauen von der Marke Trend It Up. So sehen die aus. Weil ich finde die echt gut. Also die sind wirklich, wirklich gut, die Lip Liner. Und als letztes Produkt, das hatte ich mal von der Arbeit mitnehmen dürfen. Das war ein Make-up von Art Deco. Ich weiß leider die Farbnummer nicht. Weil das war wirklich, wirklich gut, das Make-up. Ich würde mir das auch irgendwie nochmal nachkaufen, weil das war echt gut. Mein Magen. Das Problem ist nur, dass das so teuer ist. Aber ich fand es wirklich, wirklich gut. Das ist das, in letzter Zeit empfehle ich das auch vielen, wenn die nicht so maskenhaft ausschauen wollen. Weil ich habe jetzt ein anderes oben, dieses Clinique, und ich finde, ja, ich mische das noch mit anderen Sachen zusammen und ich habe irgendwie das Gefühl, es ist zu dunkel für mich, wenn ich das so mache, aber ich will das einfach aufbrauchen. Zurück zum Make-up. Das war das, das ist die High Definition Foundation. So, die fand ich wirklich gut. Die würde ich mir auch sicher irgendwann einmal nachkaufen. Aber ich habe eigentlich statt denen noch einen anderen Favoriten, aber ja. Ja, das war's jetzt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ich kann das überhaupt abfotografieren, weil mein Blog spinnt ja, beziehungsweise die Seite, wo ich die Fotos hochlade, die lässt mich keine Bilder hochladen und man sieht sie auch nicht. Falls euch das was sagt. Also wenn man auf meinen Blog geht, hat man nur so graue Kasseln. Keine Ahnung wieso. Ärgert mich eh total. Aber das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Und ja, ich weiß, ihr habt schon lange auf das Video gewartet und ihr könnt euch ja freuen, innerhalb von ein paar Wochen kommt dann das nächste aufgebrauchte Video. Also, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!